Herzlich willkommen zur ersten Stadtgespräch-TV-Ausgabe für dieses Jahr. Wir sind voll motiviert und starten auch gleich mit dem ersten Thema durch, denn die druckfrische Wohnbauchronik ist endlich da. 304 Seiten, prall gefüllt mit Stadtgeschichte. Die Wohnbau ergründet die eigenen Wurzeln und beleuchtet das Leben und Wohnen in Prenzlau von 1945 bis 2018. Ich denke, nicht nur mir wird vieles bekannt vorkommen, auch den Prenzlauern, denn das ist Geschichte, die sie erlebt haben und die ist in diesem Band richtig gut publiziert mit vielen Abbildungen, vielen Dokumenten, sodass sich viele Leute wiederfinden werden und auch Interesse daran haben werden, die Chronik zu lesen. Bis zur fertigen Chronik war es ein langer Weg. Unermüdlich wurde recherchiert, Zeitzeugen befragt, Texte und Bilder gesammelt und ausgewählt. Dann ging es um die Gestaltung. Christine Henning-Schiewe kümmerte sich um den Satz und das passende Layout. Die Arbeit an der Chronik hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war sehr schön, sehr interessant, weil das ist Geschichte, Stadtgeschichte, regionale Geschichte, die man ja zum Teil selbst erlebt hat. Und das waren ungefähr 90 A4-Seiten oder auch 30.000 Wörter oder meinetwegen auch 200.000 Zeichen. Das war das Textrohmaterial, was ich dann sozusagen in die Form gebracht habe. Hinzu kamen ausgewählte Bilder und Zeitungsartikel, dann ging die Chronik in den Druck. 4000 Exemplare wurden angefertigt. Eine erste öffentliche Lesung ist am 19. Januar um 17 Uhr geplant. Ab dem 22. Januar können sich alle interessierten Leser die Chronik kostenfrei bei der Wohnbau Prenzlau abholen. Und schon geht's weiter mit unserem nächsten Thema und da sind genau Sie gefragt, denn die Wohnbau sucht Gesichter. Marketing wird groß geschrieben, für Werbeaufnahmen werden Menschen mit sympathischer Ausstrahlung und einem ansteckenden Lächeln gesucht. Also egal ob alt oder jung oder groß oder klein, männlich oder weiblich, wir suchen einfach authentische Gesichter. Mitmachen lohnt sich. Jedes Shooting wird vergütet. Bewerben Sie sich mit einem Foto und einem kurzen Vorstellungstext bis Ende Februar. Vielleicht werden Sie das Gesicht der Wohnbau. Machen Sie mit, ich garantiere Ihnen, vor der Kamera zu stehen, tut nicht weh und macht jede Menge Spaß. Das war Stadtgespräch TV für diesen Monat. Schalten Sie auch im Februar wieder ein. Machen Sie es gut.